So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das sind eigentlich die neuesten Lego Ninjago Wundertüten. Die Ninja Power Nummer 1. Für 6 Euro. Das sind eigentlich die neuesten. Diese hier sind älter. Über ein Jahr schon alt. Gab es natürlich nicht so in den Nordrhein-Westfalen wie jetzt im Moment. Früher, ich weiß nicht, wo es genau, in Bayern, Sachsen, Thüringen oder sowas. Aber wie gesagt, die sind über ein Jahr schon alt. Werden jetzt abgefeiert, ich weiß nicht warum. Aber nichtsdestotrotz, das wollte ich einfach nur gesagt haben, weil die neuesten sind diese hier. Das sind offiziell die neuesten, wie ich finde. Die gab es nicht. Gibt es auch so noch nicht in Thüringen, Sachsen, Bayern, Schleswig-Holstein und so weiter. Die sind hier die neuesten bei uns in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall. Kennt ihr sie schon? Habt ihr sie schon? Und wenn ja, was hattet ihr drin? Das gleiche wie ich jetzt gleich, weil von diesen neuesten mache ich jetzt 5 Stück auf und zeige euch eben, was drinnen sein kann. So, drinnen sein kann eine. Die Coolies anderen andere? Nein, die braucht wahrscheinlich keiner mehr. Das ist leider so. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt 5 Stück. Zeige euch das. Vielleicht ist ja doch da draußen ein oder der andere, der die Figur noch nicht hat. Die man auf jeden Fall sieht. Wer weiß. Fangen wir direkt mal an. Ja, den gab es ja so. Ist ein älteres Tütchen. Das seht ihr da dran an diese Folientütchen noch und dann gab es den einmal mit Rollschuhe. Deswegen habe ich den immer genannt Rollschuhe. Der ein oder andere kennt die Figur. Aber trotzdem, naja. Zweites Tütchen. Oh, der Taucher ist mega cool. Warum ist er mega cool? Wer das große U-Boot hat, alles rausnehmen, weiße Stühle rein, nur diese weißen Taucher rein, sieht richtig, richtig cool aus. Der ein oder andere weiß, was ich meine. Sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Kann ich jetzt das hier mitpacken? Nein, ich lese mal andersrum, der Kleber. So, kommen wir nun zu zweiten. Aber natürlich zählt auch hier, ich werde euch irgendetwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Vielleicht jetzt ein etwas höherpreisiges, was aber trotzdem billiger ist. Aber wenn ihr den Link benutzt, wisst ihr ja, unterstützt ihr meinen Kanal. Und dafür danke, 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 danke. Machen wir es so raus. Oh. Auch mal wieder. Kann man sie zusammenklicken. So. Ups. Na, will hier nicht liegen sein. So, ihr seht schon, wo die Tendenz hinführen kann. Zwei Wundertüten aufgemacht. Wundert euch nicht, was drin ist. Ich wundere mich auch nicht, dass es immer das Gleiche ist. Dritte. Ihr seht es schon. Vierte. Oh, was anderes. Oh, was anderes. Hey, ich hab ihn wieder einmal. Mega cool. Einmal wieder eine coole Figur. Von vier Wundertüten.
Das muss man eigentlich richtig abfeiern. Ah. Ja, Taucher. So. Und nun ist es schon soweit. Die fünfte und letzte Lego Ninjago Ninja Power Wundertüte Nummer 1. Für 6 Euro ist eine mit der neuesten. Und jetzt kommt's. Da hat dann einmal eine coole Tüte drin gehabt. Von 4 Stück. Oh, wenn man das hochrechnet. Wieder einen anderen. Hey, der ist auch nicht schlecht als Bösewicht. Kann man natürlich ruckzuck umbauen. Ist zwar auch eine ältere Figur, aber durch den Druck mit einem anderen Kopf kann man den sehr schnell umbauen, sich eine Armee von machen. Vielleicht sogar bei Star Wars mit reinstellen. Müsst ihr wissen. Aber nichtsdestotrotz. Jetzt seid bitte ehrlich. Na. Wie findet ihr sie? Was haltet ihr davon? Habt ihr dafür schon Geld ausgegeben? Also meine persönliche Meinung ist zu dieser Wundertüte. Nein, spart euer Geld. Ich verlinke euch was. Habt ihr vielleicht mehr Spaß? Schaut mal nach. Aber nichtsdestotrotz, eure Meinung, eure Kommentare jetzt. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.